Ich würde sagen, da hinten lungern noch mehr von diesen Typen rum. Tabakpfeife braucht kein Mensch. Hier ist Gift. Gift hier ist Gas. Wie die einfach überhaupt nicht reagieren. Hallo. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Als Drogenbauer. Toll. Ihr wurdet also zu Banditen. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von der Nessle wohl dazu sagen würde? Siegfried von der Nessle würde? Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Ja, ich würde sagen, hier ist eine Menge Meinungsverschiedenheit. Erbärmlich. Hier. Hila Eshan, so lieben wir's. Na? Du auch hier? Hallöchen! Wer sagt, dass ich die Armbrust nicht auch für offensive Sachen benutzen kann, ja? Wieso sollte ich sie nur gegen... Ulrich! Ulrich, du musst nicht traurig sein. Ihr Raubritter, ihr. Ihr böse, böse Bube. Scheiße. Wow. Ja. Das. Ey, was ist los mit mir? Heute spiele ich ja richtig gut. Okay. Okay. Pass mal auf. Probieren wir das mal. Das war überaus amüsant. Das war sogar sehr interessant. Ah, ist das schön gewesen. Raubritter.
Schurken. Ich liebe es ja, wenn Leute extra eine Entschuldigung suchen, um ihre Taten zu rechtfertigen, statt dazu zu stehen. Ich meine, in manchen Beziehungen bin ich da keine Ausnahme. Wenn ich dran denke, ich liebe es zu diskutieren. Leider, mein Freundeskreis nicht so. Beziehungsweise auch Verwandtenkreis. Da werde ich dann immer so ein bisschen bös von der Seite angeguckt, wenn ich das mache. Leider. Obwohl ich immer meinen Spaß dran habe. Was haben wir denn hier? Das sieht mir doch ganz nach Draht aus. Nach Wein. Wodka. Du, nicht nehmen Wodka. Komm, wir hauen schon mal ab. Hier gibt's ja nichts mehr zu holen. Oder Moment. Da kommt mir so eine kleine nette Idee. Kann da hinten vielleicht noch irgendwie was Nettes sein? In dem ganzen Gas. Außer Cervant-Pilze. Scheinbar nicht. Ist immer noch ein Teil giftig. Ich hätte jetzt gedacht, hier gäbe es irgendwie ein Secret. Aber ich glaube, ich habe mich da geirrt. Da war ich zu großzügig, möchte ich meinen. Zu sehr im Aberglauben versunken. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt hier erstmal schnieke. Natürlich fängt es wieder an zu regnen. Wie immer. Es regnet immer. Ja, ich würde sagen, die Raubritter sind Geschichte. Mehr oder weniger. Jetzt muss man mir nur mal sagen, wo hier die nächste Wegmarkierung ist. La Plätze. Bücher und Schriftrollen wähle das Glossar aus. Ja, doch, das weiß ich. Danke für den Hinweis, aber das ist mir wohl bekannt. Weltkarte wollte ich gucken. Ich muss eine Wegmarkierung finden. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Zum Garin-Anwesen. Weiter so, Plätze. Das ist doch schön. Seht ihr, wie geil die Ausdauer von unserem lieben Plötz ist. Bewachter Schatz. Oh ja. Wildschwert. Wow. Okay, das ist cool. Gegen Wildschwein habe ich noch nie gekämpft. Einmal eine Sau gut durch. Okay. Wow. Wow. Du bist mir ein bisschen zu stark. Okay. Mal ein bisschen anfeuern. Wow. Oh, da ist ja noch eins. Das ist voll unfair, dass sie auch nach hinten treten können. Huah. Na, mich hast du nicht erwartet, was? Schinken! Tja. Gegen Schinken hat man nie was einzuwenden. Phase. Die ganzen Kräuter, die ich vorher nie hatte, die habe ich jetzt. Im Überfluss. Jetzt fehlt mir natürlich nur dieser Schimmel. Liste mit edlem Siegel. Mägel, Chemasteiger, goldener Petriol. Mit edlem Siegel. An Camille, Sohn von Kossa.
Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren, Hirsche, die unsere Schößlinge fressen, und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreuen. Mach dich an die Arbeit, Junge, oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Garin. Ja. Ich würde sagen, seine Karriere ist schneller zu Ende gewesen als alles andere. Mehr oder weniger. Gegrilltes Schweinesteak. Oh, weißt du. Kannst du über den schneller. Fluss? Ich bin mir ja da immer unsicher, was Plötze angeht. Sie hat ihren eigenen Willen. Okay, jetzt aber. Auf nach Ochsenfurt. Da waren wir ja quasi schon mal. Mehr oder weniger. Bis zu diesem glorreichen Moment, wo wir entschlossen, die doch lieber die Raubritter platt zu machen. Redanischer Soldat. Und Hexenjäger. Na, wie nett. Hallo? Achso, ja. Die ganze Stadt schläft natürlich. Ist natürlich verständlich mitten in der Nacht. Wer tut das nicht? Nur der Hexer, der sitzt draußen im Regen und wartet auf besseres Wetter. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Ich komme. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Zeig mir deine Waren. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. So. Wie wär's, wenn du mir erstmal das Ding abkaufst? Natürlich. Schwere Rüstung. Kannst du behalten. Ich will keine schwere Rüstung. Ich will nicht aussehen wie einer dieser Raubritter. Besser nicht. Habe ich noch Müll, was ich dir anbieten kann? Natürlich habe ich noch Müll. Das ist doch kein Müll. Das ist ein goldener Rubinring. Bisschen Drogen. Ja. Kann man alles zu Geld machen. Der Kellner hat nicht genug Gold dafür. Okay. Bis dann. Ich hab dir mehr Gold abgeknüpft. Also. Zu mir! Zu mir! Sind wir uns nicht schon begegnet? Das kann sein. Gucken wir mal bei dem Rüstungsspiel. Wie kommen wir da rein? Hier nicht. Das war doch gerade die Tür, oder bin ich perplex? Ah, falsche Tür. Ups. Rüstungsschmied. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Okay. Rüstung. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Rüstung. Ich will Rüstung. Das Ding war verflucht viel wert. Ich hätte gerne... Och, hör doch auf. Ich brauche jetzt kein Tutorial. Mann. So. Dodele. Was können wir denn herstellen? Was könnte denn irgendwie interessant für uns sein? Handschuh. Geselle. Das hätte ich ganz gerne. Zutat fehlt. Das ist doch bestimmt ja. Ich bin immer für sowas zu haben, ne? Aber... Bonus für drei Teile. Wenn dein Quenchschild zerbürgst... Zerbürgst? Zerbürst! Oh!
Ist noch früh, ich bin eben erst aufgestanden. Es tut mir leid, ja? Besteht eine Chance, ohne Ausdauerverbrauch einen neuen zu wirken. 6 Teile. Schaden von Fähigkeiten im Zusammenhang mit den Quentzeichen ist um 200% erhöht.